Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play bei Fuchs Gaming. Ja, für euch wie immer der Master of Disaster, Fuchs am Start. Ja, und du siehst es schon, hey. Ja, es musste mal sein, also ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe mal meine Steam-Datenbank durchforstet und habe gedacht, hey, mach doch mal einfach ein Let's Play von Half-Life 2. Ja, Half-Life 2 ist ja ein Spiel, was irgendwie einen gewissen Status im Leben erreicht hat. Also ich hatte, also ich habe es gesuchtet früher, ja, und wer weiß, ob Half-Life 3 jemals rauskommt, und deswegen habe ich mir gedacht, hey, komm, wir machen es jetzt nochmal 2019, starten wir Half-Life 2, mein Lieben. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei den Let's Plays hier und ja, wir wollen direkt mal anfangen. Beschränkter Eingriff. Beamter hin. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst, bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Bist du denn eingestiegen? Tja, weiter geht's nicht. Willkommen. Willkommen, City 17. Sie sind der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten City. Erste Warnung, weitergeben. Aber das ist alles, was ich noch stolz, habe. Ein Bürger von City 17 zu sein. Gut, bin unterwegs. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen: Willkommen in City 17. In Sicherheit. Waren Sie die Einzigen im Zug? Willkommen. Schon wieder Dr. Green? Wie konnte ich in City 14 schon nicht ausstehen? Eine der besten, das will ich nicht zu laut sagen, denn dies ist seine Operationsbasis. Oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der Moment. Von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, rufen: Willkommen in City 17. In Sicherheit. Du Bürger, mitkommen! Sektor 3, Schutzteam meldet sich vor Ort. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Das wäre Widerstand gegen die Staatsgewalt. Hier rein. Brauchst du Hilfe bei dem? Nein, geht schon. Zurück! Ja, ich brauche was Privatsphäre für das hier.
Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er saß schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufhört. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treff dich später. Hier reden, das ist irgendwie noch total... Weiß ich auch nicht. Unrealistisch. Eben komisch. Damals, muss ich mich daran erinnern, da war das schon richtige Physik hier. Richtig mit Prangert so, dass die Sachen umfallen, man kann anfassen. War mal echt lustig. Ladedaten. Und jetzt in den Mülleimer. Sofort zurücktreten. Errungenschaft, kein Respekt. Ah, geil. Na gut. Okay, gehen Sie. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Mit welchem Recht treffen Sie diese Entscheidung für die Menschheit? Wird das Hemmfest je wieder abgeschaltet? Werden wir uns wieder fortpflanzen? Erlauben Sie mir, mich mit diesen tiefer liegenden Sorgen auseinanderzusetzen, statt mögliche unausgesprochene Fragen zu beantworten. Zunächst ist zu beachten, dass wir als Spezies endlich Unsterblichkeit erlangen können. Diese schlichte Tatsache hat gravierende Konsequenzen. Sie erfordert eine komplette Revision unserer genetischen Zwänge. Sie erfordert außerdem unsere neuralen Programmierung diametral entgegengesetztes Denken. Mir hilft in Momenten des Zweifels das Wissen, dass unser wahrer Feind Instinkt steht. Der Instinkt stand Pate in der Kindheit unserer Rasse. Der Instinkt beruhigte und beschützte uns in den Zeiten, als wir über schwachen Flammen Speere härteten und zu kochen begannen, als noch jeder Schatten an der Höhlenwand uns aufschreckte. Doch der Instinkt hat einen dunklen Bruder, den Aberglauben. Der Instinkt ist untrennbar mit irrationalen Impulsen. Doch erstmal an dem Ding da. Dies zeigt sich jetzt ganz deutlich. Der Instinkt in uns hat erfasst, dass er nicht mehr gebraucht wird. Stemmt sich mit aller Macht gegen den Untergang. Der Instinkt würde unsere Rasse ins Verderben stürzen. Der Instinkt erschafft eigene Unterdrücker und hetzt uns gegen sie auf. Der Instinkt in uns fürchtet das Unbekannte und sieht seine Möglichkeiten nicht. Mach mal nicht einfach im Gerät, ich will auch ran. Hinterrücks und heimlich fort von Veränderung und Fortschritt. Vergeht nicht. Daher muss er ausgemerzt werden. Daher muss er bekämpft und an der Wurzel gepackt werden. Am Fortpflanzungstrieb.
Wir sollten unseren Gönnern danken, dass sie uns vor diesem überwältigenden Trieb schützen. Sie haben mit nur einem Knopfdruck den ärgsten Feind in unserem Reich besiegt. Bewegung. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir immer noch eine 647 gegen die Blockadeorte. So beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was Sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Okay, meine Lieben, das war es hier erstmal zum ersten Let's Play zu Half-Life 2. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid neugierig, auf die nochmal die Geschichte zu erleben von Half-Life mit mir zusammen. Dann abonniert doch meinen Kanal, dann wisst ihr, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Der Fuchs ist raus, bis dann, ciao.